In den USA mehren sich die Stimmen, die sich sehr verwundert zeigen über das, was uns Jerome Powell da vorgestern gesagt hat. Er will offenkundig die Zinsen senken und das, obwohl die Inflation gestiegen ist, was wiederum bedeutet, dass die Fed vielleicht doch nicht so data-dependent ist, sondern Janet Yellen-dependent oder Politik-dependent, auf jeden Fall nicht ganz unabhängig. Das zumindest ist der Verdacht, der immer stärker aufkommt, und möglicherweise haben wir wirklich den Beginn jetzt einer Zinssenkungsserie gesehen. Wir haben gestern Schweiz mit der überraschenden Zinssenkung. Wir haben Mexiko mit einer vergleichsweise überraschenden Zinssenkung. Und Paul scheint jetzt sozusagen die Welt, großen Notenbanken der Welt, hier anzuführen mit einer Juni-Zinssenkung, der wahrscheinlich die EZB dann folgen könnte. Aber was ist, wenn die Inflation jetzt wieder anzieht? Und alles spricht dafür, wenn wir uns Rohstoffe anschauen, wenn wir uns den Ölpreis anschauen, Benzinpreise anschauen in den USA, dann wird das Ganze ein Problem. Aber zunächst mal das, was hier passiert, ist ja auch das Apple-Drama, das für die Märkte noch wichtig werden könnte. Hier zum Beispiel MarketWatch. Stock markets post Fed rally hides some worry about inflation's officials commitment to a 2% Inflation. Also glauben die wirklich noch an ihr 2% Ziel bei der Inflation? Und hier sagt dann ein Analyst, also die Fed behauptet ja, sie sei datenabhängig, aber wenn ihr die Daten nicht passen, ist sie plötzlich nicht mehr datenabhängig, meint damit die Inflation, die ja deutlich gestiegen ist. Paul hat ja auffällig versucht oder auffallenderweise versucht, diese Inflation nach unten zu reden, klein zu reden. Und Paul Volcker wird uns sicherlich mal bald erzählen, wie er in eine Aktienmarktblase mit Extremspekulationen in so vielen Bereichen, Hauspreisrekorden, steigenden Rohstoffpreisen, wie er es da schaffen will, durch Zinssenkungen die Inflation zu besiegen. Das wird wirklich sehr, sehr interessant. Und es wundert sich auch Larry Summers in den USA, natürlich eine bekannte Größe, ehemaliger Finanzminister, dessen Wort sehr starkes Gewicht hat. Und der sagt, ich wundere mich, warum die Fed so nervös ist in Sachen Zinssenkung. Warum denkt sie überhaupt daran? Angesichts der sehr stabilen Wirtschaft und der hohen Inflationszahlen macht eigentlich alles keinen Sinn. Why she is in such a hurry to be talking about moving towards the accelerator? Also warum will man unbedingt so schnell an Zinssenkungen denken? Das ist die große Frage. Larry Summers hat keine Antwort drauf. Sven Henrik hat eine Vermutung zumindest und sagt, es geht um die Liquidität im System. Jetzt, wo eben die Reverse Repo Volumen, also das überschüssige Geld, das die Fed in Corona gedruckt hat, damals nicht gebraucht hat, jetzt dann begonnen hat, sozusagen an die Banken zu verteilen, damit die wiederum Staatsanleihen kaufen oder T-Bills kaufen, also kurz laufende US-Staatsanleihen sich ins Depot nehmen. Das wird irgendwann auslaufen, diese Liquidität. Also versucht man auch angesichts der hohen Schulden und der damit verbundenen Zinslast Liquidität im System zu halten. Und sei es auf Kosten der Inflation. Und das ist ein gefährliches Spiel, wenn das stimmt. Das ist ja auch wirklich erstaunlich. Erinnern wir uns Mitte Dezember die Pressekonferenz von Jerome Powell. Kurz vorher hat er noch gesagt, nein, es ist viel zu früh, über Zinssenkungen zu sprechen. Um dann ein paar Tage später zu sagen, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Jetzt haben wir höhere Inflationsdaten. Und Powell will dennoch über Zinssenkungen sprechen. Der übrigens heute einen Auftritt haben wird, 14 Uhr deutscher Zeit. Fed Listens, das ist ein Format, das immer wiederkehrt. Wahrscheinlich wird er nichts zur Geldpolitik sagen, weiß man aber nicht hundertprozentig, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Nur, dass Sie das mal auf dem Zeiger haben, 14 Uhr, Auftritt Jerome Powell. Und nachdem die Daten in den letzten Wochen eher schwach oder etwas schwächer waren aus den USA, haben wir gestern wieder bessere Daten gesehen. Wir haben die Frühindikatoren das erste Mal seit um und bei 533 Jahren wieder mit einem monatlichen Anstieg. Liegt aber auch an den gestiegenen Aktienkursen, die bei den Frühindikatoren hier eine Rolle spielen. Wir hatten Einkaufsmanager-Indizes, CZ, der Hausmarktdaten. Wir sehen jedenfalls City Economic Surprise Index wieder etwas nach oben gegangen, also die Daten wieder etwas besser. Deswegen auch die Zinssenkungserwartungen, die natürlich durch die Decke schossen nach den Aussagen von Jerome Powell, wieder ein bisschen zurückgekommen, weil eben robuste Wirtschaftsdaten, hier sehen wir dann nochmal diese Preisgeschichte bei den US-Einkaufsmanager-Indizes mit dem stärksten Anstieg
Anstieg seit fast einem Jahr. Die Kosten für die Unternehmen steigen durch Rohstoffkosten, durch gestiegene Löhne, durch gestiegene Benzinkosten. Also haben sie die Verkaufspreise deutlich angehoben, aber Hauptsache die Zinsen werden gesenkt. Und so ist derzeit der geplante Ablauf oder der von den Märkten erwartete Ablauf: Juni erste Senkung, dann September zweite Senkung. Ich persönlich glaube nicht, dass die Fed am 18. September die Zinsen wirklich senkt, weil sie da wirklich voll in den Wahlkampf reinkommt, aber wir werden sehen. Und dann am 7. November, kurz nach den Wahlen, also dann die nächste Senkung. So stellt man sich das Ganze vor, aber wenn jetzt die Finanzkonditionen sich weiter lockern, und wir haben ja vorhin im Zusammenhang mit Larry Summers gesehen, die Finanzkonditionen lockern sich immer weiter. Diese Grafik ist schon ein paar Tage alt und dementsprechend nicht mehr auf dem neuesten Stand. Dann wird die Inflationserwartung weiter steigen. Inflationserwartung als Self-Fulfilling Prophecy zieht Inflation nach sich. Und interessant ist, dass in einer solchen Situation niemand irgendwelche Risiken sieht. Das sieht man am besten bei den Junk Bonds, also bei hochspekulativen Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität, könnte man sagen. Hier sind die Spreads, also die Risikoprämien, in Relation zu Anleihen oder auch zu Staatsanleihen so gering wie seit Jahren nicht mehr. Und hier sehen wir mal auch hier diese Junk Bonds, High Yield Bonds in Relation zu Treasury Bond, also zu US-Staatsanleihen, jetzt an so einer oberen Begrenzung. Man sieht also null Risiko, weil ja die Wirtschaft so robust ist. Jetzt will der Jerome dann noch die Zinsen senken, aber normalerweise sind das Punkte, wo Wendepunkte auch mal gerne entstehen. Zumal wir ja hier diese massiv invertierte Zinskurve haben, die sich jetzt langsam in Richtung Endinversion bewegt. Und hier sehen wir normalerweise beginnt eine Rezession und die Zinssenkung immer dann, wenn sich die Zinskurven nach Inversion wieder entinvertieren. Hier ist gestrichelt, oder diese grauen Balken sind die Zinssenkungen, die durch die Fed dann gemacht wurden. Und hier sehen wir mal, wir haben jetzt die längste Inversion, nicht nur die tiefste, wie wir das hier sehen. Es ist wirklich noch viel inverser als in den vorherigen Zyklen, sondern auch die längste Inversion der Zinskurve. Invertierte Zinskurve heißt, dass paradoxerweise eine länger laufende Anleihe weniger Rendite abwirft als eine kürzer laufende, was eigentlich Quatsch ist. Weil je länger die Laufzeit, umso größer das Risiko. Wenn ich jemand 10 Jahre auf 10 Jahre Geld leihe, dann ist eben das Potenzial größer, dass in den 10 Jahren bei dem etwas schief läuft, der mir das Geld nicht zurückzahlt, als wenn ich es ihm vielleicht einen Monat gebe oder leihe. Aber hier sehen wir jetzt die längste Inversion in History, haben wir jetzt erreicht. Aber viele sagen uns natürlich, nein, diesmal ist alles anders, die Zinskurve spielt gar keine Rolle. Diesmal ist alles anders auch bei Apple, meine Damen und Herren. Gestern ja diese Untersuchung des Justizministeriums, das gab es mal auch bei Microsoft, hat die Aktie oder hat das Unternehmen lange, lange beschäftigt. Jetzt eben Apple gestern 4% im Minus. Der Nasdaq dennoch ja positiv. Das letzte Mal, dass das der Fall war, dass also Apple 4% fällt und der Nasdaq positiv ist, war im Januar 2014. Hier sehen wir mal, dass die Apple-Aktie schon vorher ja sich schlechter entwickelt hat. Apple und Tesla sind ja die großen Verlierer aus den Magnificent Seven. Hier sehen wir also, wie das Ganze divergiert. Und Apple hatte gestern 115 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Das wird auch Warren Buffett nicht freuen. Man ist jetzt nur noch bei 2,644. Wenn das so weitergeht, muss Nvidia gar nichts mehr machen, weil Apple sozusagen an Marktkapitalisierung verliert und Nvidia dann als Nummer 2 praktisch etablieren könnte. Man steht auch in Europa unter Druck. Da dürfte auch einiges kommen gegen Apple in Sachen Kartellverfahren. Und hier sehen wir mal den Chart von Apple, und da sehen wir, das ist ein ziemliches Doppeltop mit einer Nackenlinie, die brechen könnte, und dann wäre hier einiges Potenzial. Also das sollte halten, die sogenannte McDonald's-Formation, meine Damen und Herren, die sich noch unten auflösen könnte, während viele andere Aktien derzeit eher gut performen, vor allem der Russell 2000, diese Nebenwerte, die ja sehr schwach gelaufen sind, die werden jetzt gesucht. Hier sehen wir mal Volume Advancing, also das Volumen, das bei steigenden Aktien der Fall war, über 80%.
Die Marktbreite ist deutlich besser geworden als zuvor und gleichwohl null Absicherung auf der Unterseite. Wir haben das bei den Junk Bonds gesehen. Kein Risiko, obwohl wir die längste Inversion der Zinskurve haben ever. Man sieht kein Risiko, man sieht auch kein Risiko für Aktien. Sichtbar am S&P 500 Skew, also wo man sich mittels Optionen, die weit aus dem Geld sind, absichern kann für krasse Bewegungen auf der Unter- und Oberseite. Und hier sehen wir das nochmal. Gestern der S&Ps, also der Small, die Small Cap Indizes, S&P Small Cap 600 oder 400, die deutlich über 1% gestiegen sind. Wir haben Finanzwerte, die stark sind. Energiewerte haben gestern zulegen können. Also wir sehen, dass da so eine gewisse Rotation stattfindet an den US-Aktienmärkten. Dann hatten wir den Rückgang des VIX, also der Vola. Aber der VIX konnte sich an einer wichtigen Trendlinie stabilisieren. Ist auch außerhalb der Bollinger Bänder. Da ist ein Zurückschnapper zu erwarten, ein nach oben Schnapper zu erwarten, während der S&P 500 oben an seiner länger laufenden Trendkanallinie angekommen ist, sehen wir hier auch im unteren Teil des Charts und der Dollar gestern massiv zulegen konnte. Und diese Dollar-Rallye geht weiter heute erstaunlicherweise. Das passt irgendwie nicht in dieses Narrativ sinkende Zinsen. Und alles ist total Suche. In China sehen wir Schwäche, vor allem beim Hang Seng, 3% im Minus. Der Yuan fällt auf den tiefsten Stand zum Dollar seit 4 Monaten. Nächste Woche bekommen wir Daten und Zahlen von Country Garden und Vanke, die zeigen werden, wie es ausschaut mit der Immobilienkrise in China. Der Nikkei dagegen bullisch über 41.000 gestiegen, obwohl die Kerninflation in Japan 2,8% erreicht hat, ein Anstieg von 2,0 auf jetzt 2,8. Also wir sehen, auch in Japan geht die Inflation nach oben. Die Notenbank hat ja das erste Mal die Zinsen angehoben, wird das wahrscheinlich noch öfter tun müssen, wie es aussieht. Dennoch der Nikkei stark und die Chinesen heute schwach. Heute IFO-Index, meine Damen und Herren, der ja auf niedrigem Niveau sich stabilisiert. Gestern hatten wir ja die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, die gezeigt haben, dass die Industrie weiter sehr schwach ist, während die Dienstleister sich ein bisschen erholen. Und wird sich Bitcoin erholen? Fragezeichen. Der Abverkauf ist laut Experten nicht zu Ende. Wir haben jetzt die schlechteste Woche in diesem Jahr bisher für Bitcoin, natürlich nach dem vorherigen Anstieg. Keine Frage, aber was ist da los? Wer da sich schlau machen will, der sollte diesen Artikel lesen und mal gucken, wie die ganze Geschichte weitergeht. Bitcoin ist ja schon so ein bisschen so ein Frühindikator. Liquiditätsasset, Risk on, Risk off. Wir werden sehen, was da also passieren wird. Und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend nochmal zum Markeflüster mit dieser Artikelempfehlung. Sag ich jetzt Servus und Ciao.